Ich habe noch Bilder, warte mal. Ich habe bei Facebook habe ich solche Sachen. Vielleicht kann ich mal ein paar ältere Bilder zeigen. Hey, was hast du, was das, da war ich erstens nicht 15, da war ich vielleicht 11 Jahre alt oder so. Was ist dein Problem, Alter? Guckt euch mal den süßen Bären hier an. Guck mal, was für ein süßer Junge ich war. Hat sich auch jetzt nicht viel geändert, oder? Guck ich mal an. Also man sieht, Alter, tja? Kassiererin im Norma. Das ist ja richtig asozial. Wer hat das denn gepostet? Made my day. Also mein Day hat's nicht gemacht. Wo muss ich da denn hin? Also sieht alles. Damals war Facebook die Plattform, ne? Das ist alles vorbei. So, pass auf. So, deine Fotos. Fotos von dir, deine Fotos. Okay. So. Alter, das ist ja absolut wild. So, hier sind wir ganz am Anfang. Das hier ist, glaube ich, das älteste Foto, was ich habe. Das Foto hier war bestimmt, wo ich 18 war oder so. Das hier waren Sachen aus Amerika. Das weiß ich noch. Pullover mit Hemd. Oder es kann sein, dass ich da auch 17 war oder so. Ich war damals aber nicht so beliebt, muss ich sagen, bei den Mädels. Das war jetzt nicht so. Hier war es dann die ESL-TV-Zeit. Das hier war ein Passbild. Ich weiß nicht, warum ich das hochgeladen habe. Ich weiß noch. Calvin Klein Pullover. Und das war ein Polohemd. Das weiß ich noch. Und ich habe hier, seht ihr das? Da war irgendwie so ein Pixelfehler. Den habe ich schwarz gemacht mit Paint. So, hier war ich schon. Das war damals mein Style anscheinend. Guck mal hier. Da habe ich meine erste Jacob Cohen Hose gekauft. Wisst ihr, wie stolz ich darauf war, auf diese Hose? Da habe ich als Aushilfe bei Sops gearbeitet und habe diese Hose quasi mir leisten können. Und die hat damals gekostet, glaube ich, 240 Euro oder so. Das war so heftig. Ich habe so, ey, das war, als ich diese Hose bekommen habe, ey, ich dachte, ich habe es im Leben geschafft. Bah, das weiß ich noch. Das war das teuerste Hemd, was ich besessen habe. Gucci-Hemd. In blau mit Streifen. Keine Sachen drauf, einfach nur ein Business-Hemd. Sehr, sehr großer Kragen. Hier hat das angefangen. Guck mal, hier hatte ich meine ersten. Das hier war mein erster Anzug. Das war mein allererster Anzug. Den habe ich auch noch oben. Ich habe ihn ewig nicht mehr angehabt. Von Caruso. Und zwar, ich weiß, damals war das so, ich habe da bei Sops gearbeitet und ein Kunde hat diese Anzüge nicht abgenommen, weil irgendwas mit den Maßen, was weiß ich. Auf jeden Fall, ich hatte dieselbe Figur wie der Kunde von Caruso und die waren sehr günstig. Und da hat der Chef damals gesagt, komm, nimmst du die, ich glaube pro Stück 200 Euro oder so, kannst du über die Zeit abzahlen, habe ich die genommen. Und das hier war mein erster Attolini-Anzug. Boah, war ich stolz darauf. Die Italiener haben mir dann noch quasi Rabatt auf den EK gegeben. Da habe ich dann bezahlt für den Anzug, glaube ich, so 900 bis 1000, ich glaube schon 1100 Euro habe ich dafür bezahlt. Ey, das war so heftig, das war so heftig. Und dann war hier ESL-TV. Das war in Köln. Und da hat noch jemand so Bilder von mir gemacht. Und da übrigens wieder das gute Gucci-Hemd. Hier war erstmal mit Mase damals ESL-TV. Das war bei der Gamescom. Die letzte Gamescom, die ich besucht hatte. Anscheinend war das auch irgendwie um die 2010 herum. Dann hier, das war ein anderes Event. Ich weiß auch nicht mehr was. Das hier, das war auch eine Erinnerung. Und zwar, das war damals in Leipzig noch. Die letzte Gamescom in Leipzig. Und da habe ich auf der Bühne gecastet. Das weiß ich auch noch. Und dann hier habe ich aktiv gespielt. In Berlin war das. Da haben wir, glaube ich, gewonnen. Da habe ich eine Wette verloren und musste im Bademantel kommen und casten. Ja, das war meine erste Wohnung, aus der ich, in der ich nach gewohnt habe. Das hier war mein erster Fernsehauftritt. Und da war ich wirklich da war ich bestimmt 15 Jahre alt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, weil die Hose hatte ich aus Amerika und das Polohemd auch. Das ist der gute Nick. Ja, und dann ging es nach Nepal und hier, die Bilder kennt ihr ja, ne? Ist ja nichts Neues. Das habe ich euch schon mal gezeigt. Ja, wilde Zeit. Und sonst noch irgendwelche guten Bilder? Guck mal hier, weißt du, die ganzen Leute, die so sagen, Loro Piana, immer, ich habe Loro Piana 2012 schon gerockt. Ne? Da braucht ihr gar nicht mitkommen, Loro Piana. Ich war schon in Loro Piana eingekleidet als, was soll ich sagen? Oh mein Gott. Guck mal, das war eine Schlüsselszene. Weihnachtsfeier bei Sops, okay? Wir saßen da bei der Weihnachtsfeier und ich hatte ja die Submariner. Damals hat die Submariner so 2000 Euro gekostet, ne? Das war einfach eine andere Zeit. Mein Chef hatte damals eine Offshore, eine Audemars PG Offshore. Ich sag so, kann ich die mal haben? Der zeigt mir die Uhr so. Ey, ich sehe diese Uhr. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Ich fragst du ja, wie teuer ist die Uhr? Und ich glaube, die hat damals 14.000 Euro gekostet, ne? Diese Offshore. Ich dachte mir, 14.000 Euro. Wie kann das sein? So eine krass teure Uhr. Das war wirklich heftig. Ich habe diese Uhr am Handgelenk gehabt. Ich dachte mir, das ist doch wohl geisteskrank. Absolut geisteskrank. Und das war übrigens meine Jägerle Kultre, die ich damals gekauft hatte. Reverso mit beiden Seiten. Damals, das war auch. Da hatte ich schon das erste Mal selber Geld verdient. Boah, das war meine damalige Parfum-Kollektion. Ey, die Düfte muss ich nochmal bestellen. Die gibt's bestimmt alle gar nicht mehr. Anna Jahrke, Tomo. Das hier, oh mein Gott, das Kenzo-Parfum.
Ich war damals schon heftiger Kenzo-Fan. Das war damals meine Parfum-Kollektion. Guck mal, Hermes, das war so ein limitiertes Ding. Das hier weiß ich gar nicht mehr, was das war. Hier noch mehr Hermes, Boss Bottled. Alter, das ist irgendein Gucci, das Grüne. Tommy Hilfiger, dann hier Baldessarini, auch krasser Duft, Baldessarini. Aber jetzt, wo ich die Bilder sehe, der Duft hier, ey, den muss ich mal weiterentwickeln. Boah, kennst du, das weiß ich noch, der kennst du. Boah, der Gucci hat auch geballert. Das ist irgendein Original Gucci. Ey, die muss ich mir nochmal bestellen. Einfach nochmal so riechen, wie die waren. Das war damals meine Parfum-Kollektion. Gucci Envy ist das. Okay. Apropos Dings. Ihr könnt auch übrigens mir auf Twitter folgen. Ab morgen gibt es den zweiten Post. Ich habe ein bisschen länger gebraucht als die meisten. Von daher, wenn die Leute so kommen, erster Dings und so weiter, ne? Ich habe, glaube ich, einer der ältesten Accounts. Und zwar der erste Account. Guck mal, das ist so alt, das checkt das System gar nicht mehr. Der erste Post, Hallo Internet, ist aus 2009. Und das waren meine ersten Maßhemden. Guck mal, damals habe ich das... Ich habe mich eigentlich nicht verändert. Damals auch schon Contrast, Color und Tie. Das Hemd zum Beispiel. Wo ist das Hemd? Das habe ich irgendwie... Das gibt es nicht mehr, das Hemd. Das ist einfach gleich. Der Style. Wisst ihr, was ich meine? 2014. Ah, okay. 2014 sind nicht mal 10 Jahre. Siehst du, in 10 Jahren... Boah, in 10 Jahren, wie sich das Leben verändert hat. Wirklich. Danke Gott für das Geschenk. Das ist übrigens meine Schwester hier, ne? Das ist mein Vater und das ist meine Schwester. Das ist auch schon ein bisschen länger her, das Bild. Das ist nicht von gestern. Schon heftig, wie lange der Weg zu deinem jetzigen Style. 10 Jahre from Zero to Hero Kleiderschrank. Ja, Mann. Was für Erinnerungen, Leute. Guck mal, das war ich zum Beispiel während der Uni-Zeit hier. Das hier war ich während der Uni-Zeit. Da sah ich schon wieder ein bisschen anders aus, ne? Ich habe das Studium gehasst, wirklich. Auch rückblickend, ey, das Studium war so eine Qual. Hier, wenn ihr mich nach dem Studium fragt, so sah ich da aus während des Studiums, so. Oh, Ketonhemd. Das war schon ein Ketonhemd damals. Sehe ich an den zwei Knöpfen. Also Studium, jeder, der zuschaut, für mich war das Studium echt, 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 echt Horror. Horror, wenn ich jetzt daran denke, auch kriege ich Magenschmerzen, ey. Die Zeit möchte ich nur vergessen. So habe ich meine Studienzeit verbracht. Echt, das war echt so ätzend, ey. Hattest du das Geld über oder viel ausgegeben für Kleidung? Guck mal, ich sag dir eine Sache, ich habe nichts bekommen. Nix. Geld, ich hatte kein Geld. Weißt du, was ich gemacht habe? Nonstop gearbeitet. Nonstop. Und ich rede über nonstop. Ich rede 6 Tage die Woche, okay? Ich rede immer. Wenn ich habe meinem Chef gefragt, kann ich länger arbeiten, kann ich mehr arbeiten, okay? Weißt du was, der Typ sagt, also mein Chef sagt damals zu mir, ja, du kannst als Aushilfe anfangen. Und dann hat er gesagt, ja, du kannst aber noch mehr kommen, wenn du willst. Ich sag, ich komme immer. Immer. Ich komme immer. Länger arbeiten, ich komme immer. Ich habe natürlich alles auch dann, ne? Also ich habe dann auch dementsprechend Gehalt bekommen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, ich hab 6 Tage die Woche gearbeitet. 6 Tage die Woche. Und deswegen konnte ich mir das leisten. Was heißt leisten? Also das ist ja einhergegangen. Also wenn ihr jetzt genau auf die Bilder guckt, ich trage auch oft dieselbe Bekleidung, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich heftig viel hatte, sondern ich hatte 2 Anzüge. Einen Caruso Baumwollanzug und einen Caruso Blau Schurwolleanzug. Dann hatte ich einen Calvin Klein Sakko. Dann halt kam das mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Ne, das ist jetzt nicht so, ich hatte jetzt nicht so viele gute Sachen. Also das, wenn ihr genau hinschaut, dann... Und natürlich, ich war auch ein Fuchs, okay? Ich zeige euch mal zum Beispiel was, okay? Hier, wenn ihr hier genauer hinschaut. Zum Beispiel hier war das so. Dieser Pullover, ne? Ich war so der Experte darin. Wir hatten ja vorne Schaufenster bei Sops, waren ja Schaufenster. Ja, wie soll ich das sagen? Also, wenn man Sachen im Schaufenster hat, manche bleichen aus, manche Sachen. Pullover, vielleicht Hemd oder so. Weißt du, es kann sein, dass dadurch an dieser Stelle, was immer in der Sonne ist, die Farbe ausbleicht. Und ich habe dann halt die Sachen gekauft oder ich habe die Sachen dann bekommen, die halt auch teilweise zerschossen waren. Ich habe die dann eingefärbt selber. Ich habe versucht, das dann mit der Reinigung irgendwie rauszubekommen oder so. Also ich war schon jemand, der versucht hatte, mit dem minimalsten Geld den besten Look irgendwie rauszuholen. Wisst ihr, was ich meine? Also das war jetzt nicht so, ich habe dann schon, also ja, so war das dann. Zum Beispiel die Hose hier, weiß ich noch ganz genau. Diese Hose hier, ne, die habe ich immer noch. PT01 Hose, die war im Fenster, okay? Die ist komplett zerschossen. Ich habe die nur 10-mal reinigen lassen. 10-mal, ich weiß nicht, wie viel ich für die Reinigung bezahlt habe. Irgendwann war die ganze Hose ausgeblichen. Nur von hinten war das Problem, es war immer noch so ein bisschen, aber dadurch, dass das so ein komischer, ja, Stoff und so weiter war, konnte man die dann tragen. Also zum Beispiel für die Hose, die war zerschossen, da hat mein Chef, also damals hat er gesagt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob er die mir, das kann auch sein, dass er mir die damals geschenkt hat oder so, ich weiß es nicht mehr, aber vielleicht habe ich 10 Euro bezahlt, die war aber auch sonst untragbar, ne? Dein Chef hat dir also kaputte Sachen geschenkt, ja, aber das war für mich, also erstmal, ich konnte es mir sonst nicht leisten und das war halt dann, also ich habe das dann, ja, also ich habe das dann versucht trotzdem irgendwie hinzubiegen, so, ne? Boah, guckt euch mal diesen Mann an hier, guckt euch mal diesen Mann an, habe ich Victoria auch gekonnt rausgeschnitten hier, das war in Afrika, zu dieser Figur
Uhr muss ich nochmal hinkommen, ey. Mama mia. Das ist noch ein kleiner Weg. Guck mal, und damals haben die Leute schon geschrieben, ohne Anzug, da stimmt doch sowas nicht. Sonderrabatt auf EK, ja, Sonderrabatt auf EK, wenn die Sachen zum Beispiel gar nicht laufen oder so. Weißt du, so war das dann damals. Typisches Kind reicher Eltern, gibt nämlich nichts geschenkt, weil die besonders Wert darauf legen, dass man sich alles selber erarbeitet. Also ich sag mal so, natürlich, ich bin an dieser Stelle jetzt, weil halt sich alles so entwickelt hat, wie es sich entwickelt hat, aber ich sag dir ehrlich, also manchmal man hätte auch ein bisschen softer sein können, sage ich dir ehrlich. Es war schon damals ein bisschen übertrieben teilweise.